Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subnautica. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge, was haben wir getan? Wir haben die Aurora entschärft. Sie explodiert auf jeden Fall nicht nochmal. Nein, Quatsch, der Gorde ist jetzt nicht mehr radioaktiv am Strahlen. Die nächsten Tage wird es dann irgendwann mal weg sein mit der Strahlung hier. Und heute wollen wir zur Basis zurück und unsere Schätze einsortieren in den Schränken. Wir haben einiges gesammelt, wenn wir überleben. Wir haben nur noch 5% Essen, aber da kann ich zum Beispiel 1, 2, 3... So, damit geht es uns besser. Hups, Rohrfisch. Es gab wieder ein, zwei Updates. Die letzte Folge ist, glaube ich, 2 Tage her. Und jetzt gibt es was richtig Geiles Neues. Das zeige ich euch gleich in der Basis, was wir craften können. Das Ding heißt Scanner und dieses Schweißgerät, nee, Quatsch, dieses Lasergerät, Laserschneider, den kann man jetzt auch bauen. Und ich bin mal ganz gespannt, wofür wir die benötigen, den Scanner, da freue ich mich besonders drauf. Das Schweißgerät, kann ich mir vorstellen, ist für das neue Wrack, was der gute Rico und der Andreo angesprochen haben. Das habe ich nicht gefunden, also es existiert einfach nicht auf meiner Karte. Ich bin bestimmt den ganzen Morgen am Rumfahren gewesen. Wir haben jetzt 13:26 Uhr, ich habe heute um 9:30 Uhr angefangen, das Ding zu suchen. Ich finde es nicht, auf meiner Map existiert das einfach nicht. Und ich habe viele Tricks angewendet, um das zu finden, keine Chance. Zum Beispiel im Video von den anderen YouTuber geguckt, den amerikanischen. Da habe ich, hab ich gesehen, dass die Landmasse oder das geologische Formation 1800 Meter davon weg war und dann bin ich einfach einen Radius von 1800 Meter rumgeschwommen. Es gab bei mir einfach nicht dieses Wrack. So, auf zur Seemotte. Jetzt wollen wir zur Basis und das wird richtig cool. Wir bauen den Scanner. Ich bin mal gespannt, wofür der gut ist. Und dann will ich gerne wissen von euch, die auch Subnautica spielen, habt ihr auch dieses Problem mit dem Wrack, dass ihr das auch nicht findet? Ich finde es einfach nicht. Das sieht nämlich super interessant aus. Und es gibt ja mittlerweile diesen Schweißbrenner. Heißt also, wir könnten uns durch diese Türen da schweißen. Ach, ich will es unbedingt machen. So, 21 Energie hat die Motte noch. Macht nichts, wir gehen sie sofort auftanken, wenn wir ankommen. Boah, ist das weit, ne? Spannende Teil der Folge. Außerdem habe ich bemerkt, wenn ich hinten die Lampe anmache, ihr seht sie leuchten rechts neben meinem Kopf, dann ist die Kameraqualität besser. Seltsam, seltsam, seltsam. Ne, die braucht einfach eine Lampe, die braucht mehr Licht, um zu funktionieren. Das Wrack liegt ungefähr auf 100 Meter Tiefe. Oh, hier schwimmen sie auch rum. Die Elektrofische. Oh, nicht wenig. 2 Stück direkt. Ja, diese komischen grünen Pilze. So, neu ist auch die Blueprints, die hier rumliegen. Wenn wir die sind viel größer geworden, ihr seht das, diese Tresore. Und er sagt, das Biofragment kann ich gar nicht aufnehmen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir gar keinen Platz mehr haben. Wir trinken mal... Ups, das wollte ich gar nicht so machen. Wie groß sind denn die jetzt? Ich will jetzt nichts wegwerfen, ehrlich gesagt. Bei dem Bioreaktor dürfen wir den schon bauen. Dürfen den denn schon bauen? Wärme? Nö. Die Blueprint habe ich noch gar nicht. Wieso? Wie groß ist denn das Ding? Wir machen mal ein bisschen Platz kurz. Luft ist noch gut. Nein. Das war keine gute Idee. Was ist denn, wenn ich den wegwerfen wieder aufnehme? 64. Nein, wir kriegen immer neue Luft. Voll der Überlebenstrick. Ist ja geil. Also wir dürfen das Ding nicht aufnehmen, warum nicht? Welcome aboard, Captain. Die sind auch zu groß irgendwie, ne? Oh, wir bleiben daran hängen. Gut, zurück zur Basis. Wir wollen Scanner bauen. Scanner, 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 Scanner. Und jetzt nur auf den Scanner. Autsch. Ah, jetzt haben wir einen kleinen Lufttrick rausgefunden. Das finde ich ja mal interessant. Also wir können gar nicht mehr ertrinken. Okay, wenn wir frei schweben, dann geht's nicht. So. So, hier ist er geschickt. Das saugt ja erstmal die Energie leer. Wilson. Da kommt Wasser. Hier dürfen wir jetzt noch nicht ran. Doch, dürfen wir. Und jetzt kommt's. Das Neue. Der Scanner, der braucht 2x Titan. Und hier unten der Laserschneider. Ein Diamant. Wir brauchen Diamanten. Aha. Batterie, Diamant, Titan. Wir haben ja eine Menge gefunden. Batterien und sowas alles. Also wir haben nur eine Batterie. Scheiße. Machen wir ein bisschen Platz. Falls wir sterben, dann ist es wenigstens nicht weg. Aber
wir können auf jeden Fall schon mal den Scanner bauen. Ich bin ganz wild drauf. Da ist er. Upp. Ein Scanner. Wie wird er aussehen? Wo ist er hin? Da. Den setzen wir mal auf der 5. Und die ist ruhig 5. Also er macht irgendwas damit. Ich will was scannen. Wahrscheinlich noch gar keine Funktion. Wäre natürlich doof. Sieht auf jeden Fall schon mal Hammer aus. So passend zu Subnautica, logisch. Ich denke mal Lebensform scannen. Ich heb den einmal nur so an, wenn ich rechte Maus. Das ist die linke, macht er gar nichts. So, jetzt habe ich das aufgenommen. Wir brauchen eine Lebensform. Wir brauchen aber auch einen Diamant für den Laserschneider. Den will ich mir unbedingt holen. Diamanten weiß ich, wo sie sind. Ist sehr weit. Wir müssen erstmal noch einen Fischi essen. Leckerer gekochter Spaltenfisch. Erste Hilfepäckchen haben wir auch. Einen ganz schönen Haufen, ne? So, Wasser. Ja, das reicht mir jetzt erstmal. Das reicht mir erstmal. So, besorgen wir uns mal einen Diamanten. Eigentlich sind Diamanten auch ziemlich nah hier. An dem Berg, wenn ich mich irre. Sind wir da voller Energie. Na, hier haben wir Magnesium-Quatsch. Wie heißt das nochmal? Magnetit. Hat sich viel getan in Subnautica wieder mal. Na, an den Schwebebergen. Da gibt es, glaube ich, Diamant. Erstes Mal, dass man Diamant benötigt. Sehr cool. Da fahren wir einfach mal direkt drauf zu. Wahrscheinlich bin ich jetzt gerade an Diamant vorbeigefahren. War mein Glück. Braucht man einen Fisch, einen lebenden. Was wächst denn hier so dran? Ich sehe nichts. Wo ist meine Motte? Das ist die Sonne. Das ist die Motte. Ist ja voll dunkel hier. Was soll denn das? Gold. Ja, hier wächst Gold. Welcome aboard, Captain. Ist die Tasche, die Lampe kaputt oder was? Nee. Da ist Licht. So. Ich habe die Orientierung verloren. Na, wer weiß, wir finden ja sowas Wrack. Das wäre richtig geil. Wie gesagt, ich bin echt viel rumgefahren. Ich hab das Gefühl, ich verschief. Das hatte ich vorhin schon mal. Viel rumgefahren, hab das Wrack gesucht, ich hab's nicht gefunden. Voll verwirrend gerade, wieder schwimmen, ne? Was macht der denn jetzt da? Ich fahr runter! Ich merke das jetzt erstmal. Haha, irre. Verrückt. So, wir scannen da mal hier. Kein Geräusch? Kein gar nichts. Das Ding ist vielleicht gerade eben erst drin und hat noch nicht wirklich eine Funktion. Okay, ja, da fahren wir die ganze Zeit backup. Ich merke das gar nicht. Wie dumm. So, geologische Formation. Wir können jetzt auch mal zwei Zeichen gleichzeitig ansetzen. Zeige ich euch gleich. Die passen links und rechts im Inventar rein, neben unseren Anzug. Und da kann er die Signale reinschmeißen. Das gibt es aber auch schon ein bisschen länger. Hier, Fische. Passiert gar nichts. Ups, doch, das passiert was. Wir sammeln ihn ein. Aua. Er hat nichts analysiert, gar nichts. Das Ding hat noch gar keine Funktion. So, wo bin ich jetzt hier? Also, Subnautica ist auch ein bisschen sehr dunkel geworden. Wo zum Geier bin ich? Ist ein bisschen sehr, sehr dunkel, ne? Hier ist, glaube ich, Niemandsland. Oh, wie das aussieht. Naja, wird die Aufnahme jetzt nicht so groß. Eindeutig eine Levelgrenze. Und ich habe mich verfahren. Weil es hier so doof dunkel ist, so heftig dunkel. Aber was soll man machen, jetzt soll die Tiefsee. Unter Wasser wird es ja nicht heller. Was sollen wir denn scannen mit dem Scanner? Ist die Frage. Wenn er nicht scannt. Hm?
Warum mögen uns die Fische eigentlich nicht? Wir haben hier überhaupt nichts getan. Augenfischis? Ah, ich glaube, ich bin hier richtig. So Pflanzen scannen vielleicht? Was ist denn hier, ey? Ist ja super, super finster. Boah, sieht schön aus. Macht nix. Okay. Aha. Was ist das denn für eine Höhle? Oh Mann, ey, diese Scheißfische, ey. Weg aus der Hand nehmen. Schneller schwimmen. Mann, ey. Das ist, kann doch nicht wahr sein. Hau da ab. Was ist das für eine Höhle? Guck mal da rein. Schön rund ist er auf jeden Fall. Ich sehe schon, wir verkanten gleich unsere Seemotte hier drin. Das war's, oder was? Nee, wie geht's überhaupt aus? Aber da ist das Ziel, wo wir hin wollten. Da gab's Diamanten. Auf diesen schwebenden Bergen. Mach mich vor, dass wir ein Zeichen haben an unser Dings. So, Quarz natürlich. Diamantchen. Ne? So. Eine reicht. Wir fahren zurück nach Akituanbus. Einfach nur Subnautica rückwärts. Subnautica. Man braucht ein Medikit. Uns geht nicht so gut. Heißer Schlot. Also es hat sich sau viel getan. Wenn man überlegt, in die erste Version, die war auch schon super. Hat sich hier so mächtig viel gemacht. Einfach ein ganz, ganz tolles Early Access Spiel. Ich muss auch mal ein Fischchen angeln. Uah, hier sind nämlich ein ganz schön Haufen unterwegs. Fischi. Fischi. Mal ein bisschen satt essen. Kriegen wir auch so Lebensenergie, müssen wir nicht die Medikits verschwenden. So. Weiter geht die Reise. Also wie gesagt, ich habe versucht, das Wrack zu finden und habe mir dafür Videos angeguckt bei YouTube von irgendwelchen Amerikanern. Ich wollte doch nur einen Laserschneider machen. Jetzt bin ich wieder raus. Nein. Wieso bin ich noch nie hier reingekommen? Hammer. Aber das ist nicht das, was wir wollen. Boah, wir werden gleich attackiert. Und dieses Wrack, das sieht einfach nur irre aus. Ich weiß nicht, ob das schon irgendeine Funktion hat. Und überlege mir, ob ich einfach mal einen neuen Speicherstand starte und nur dafür ein Video mache. Wenn die Aurora explodiert, dann sollte auch dieses Wrack dann entstehen. Vorher nicht. Wo ist denn jetzt... Subnautica rückwärts. Bin ich jetzt blöd? Da. Schnell, wir haben extra einen Diamant geholt. Wollen natürlich auch das machen, was wir machen sollen. Nein, jetzt schwimme ich da nicht nochmal durch. Das ist ja Blödsinn. Und rüber bei dem Berg. Boah. Ach, ich muss hier doch fliegen fahren. Fliegen, wollte ich schon sagen. Muss gleich im Flugsimulator spielen. Ein super Spiel. Eine Testzone kommt heute auch noch. Rendert wahrscheinlich während ihr... Oder lädt gerade hoch, während ihr die Folge guckt. Simple Planes heißt es. Kommt morgen auf Steam raus. Sehr, sehr interessant. So, das packen wir mal nicht. Das packen wir mal davor. Unser seltsames Basisding. Wir haben noch 47 Energie. Ist nicht wirklich viel. Und schauen mal, was jetzt noch fehlt. Laserschneider. Eine Batterie, ein Titan. Oh nein, eine Batterie. Ich habe die Batterie natürlich jetzt verpulvert. Ach, hier kriege ich keine Batterien raus. Ärgerlich. Titan habe ich ja. Ach, kacke, jetzt müssen wir noch Pilze holen gehen. Und, Kupfer. Kupfer habe ich sogar einmal. Sehr gut. Für eine Batterie brauchen wir nur einen. Wir brauchen zwei Pilze. Kann ja nicht so weit sein. Wartet mal. Schweißen. Okay, nur für den Laserschneider brauchen wir eine ganze Folge. Obwohl, wir haben einen Scanner schon gebraucht, der scheinbar keine Funktion hat.
Welcome aboard, Captain. So, los geht die Reise. Pilze. Oh, jetzt müssen wir 10 Kilometer fahren, nur wegen so einem doofen Pilz. Immerhin ist die Motor repariert. Die Kommentare habe ich jetzt nicht auf dem rechten Monitor diesmal, weil ich jetzt schon wirklich ganz schön lange gebraucht habe, um die Folge zu starten. War zum Beispiel eine coole Idee, ich weiß nicht mehr, wer sie geschrieben hat, aber dass es vielleicht die Seemotter so einen Arm kriegt, mit dem man dann Sachen abernten kann, wie zum Beispiel diese Limestones aufschlagen und der dann mit der Seemotter sammelt. Das wäre eine richtig coole Idee, wie halt so ein Roboter, der die Titanic da runterfährt, weil das ja so tief ist. Die sammeln ja auch. Also sie haben so Roboterarme, und kriegt das eine eigene Steuerung, das wäre richtig cool. Das würde mich richtig freuen. Auf jeden Fall eine affengeile Idee. Mal schauen hier. Pilze, Pilze, Pilze. Wenn man sie braucht, sind sie 1000 Kilometer weg. Es ist immer dasselbe. Nur weil wir die Batterie brauchen. Wir können es ja da hinten dann craften. Das Dingchen. Wir haben ja das Zeugs alles mit. Da sind sie. Die begehrten Pilze. So einfach wäre, eine Batterie herzustellen. Das wäre wunderbar. Müsste ich nicht immer für mein Kind das Spielzeug, was mein Kind da benutzt, 1 Milliarde Euro ausgeben für Batterien. So. Nutzen wir doch hier das Werkbänkchen. Zup. Was ist jetzt was hier drin? Nö. Was haben wir hier nochmal? Haben wir auch schon leer gefegt. Der hat jetzt aber nichts gescannt, ne? Enzyklopädie, nö, gar nichts. Schade. Das wäre es natürlich gewesen. Benzol, Ortblutöl und synthetische Fasern. Gab es Benzol schon auch? Ja, ne? Es gab schon die ganze Zeit. Eine Batterie. Kupfererz habe ich nicht eingesteckt. Du Dummbatzen. Du oller Dummbatzen. So, hier sind extrem große Blueprints jetzt am rumliegen. Aber die dürfen wir nicht mal aufheben. Das ist voll ärgerlich. So, ein Steinchen mit Kupfer drin. Oh, ja, hier brauchst du eine Liga. Perfekte Höhle. So, die Luft ist noch gut. Aber wir könnten auch mal Lebensenergie nehmen, sehe ich gerade. Boah, hier haben wir schon komplett leer gefegt. Hier sind ein Aufklopfstein mit drin. Kupfer, wir brauchen nur ein Kupfer. Und da ist ein Kupfer. Wir haben ein Kupfer. Sehr geil. Jetzt fahre ich mal volle Wucht davor. Was passiert? Uah! Nichts mehr. Die sind zu schwer. So, eine Batterie. Dann machen wir uns mal den Laserschweißgerät-Ding. Mal schauen, ob der irgendwelche Sonderfunktionen hat. Quatsch mit Soße. So, eine blöde Batterie. Das ist ja wahrscheinlich zu wenig Titan, ne? Ja. Es wird ein Titan. Habe ich Schrott aufgesammelt? Nein. Mann! Da will man einmal kurz was machen. Pures Chaos entsteht immer. Da. Viel ist irgendwie mehr geworden, der Metallschrott wieder. So. Das Ding ist, glaube ich, schneller als die Seemotte hier, das Teil. Das ist echt der Hammer und braucht nur Batterien. So, Titanium. Und jetzt können wir das Schweißgerät machen. Endlich. Laserschweiß. Laserschneider. Schneidet Sachen auf. Geile Beschreibung dafür. Und wie groß ist er im Inventar? Ein kleiner Popel, oder? Ja. Sieht aus wie das Schweißgerät. Ein bisschen heller. Und den setzen wir mal auf der 1. Spaßeshalber. Nö, 2. Und so sieht er aus. Das wäre was, ne? Das ist das Gegenteil von reparieren eigentlich, ne? Sag nicht, wir müssen die Dinger jetzt aufschweißen. Das wäre es ja. Aber wir dürfen sie auch nicht mehr aufnehmen. Das war's nicht. Was schweißen wir denn jetzt damit so? Seltsam. Wir haben gleich wieder Hunger. Habe ich noch einen Fisch?
habe ich noch gefangen. Sehr gut. Wollten uns ja satt essen. Haben wir natürlich auch noch nie gemacht. Ich speise hier mal rein. Irre. So. Der Katzen. Eine wichtige Geschichte. Toll, jetzt haben wir Gerätschaften, die wir irgendwie gar nicht so richtig benutzen können. Toll! So, uns geht super Trooper. Wir haben ein Schweißgerät, wir haben einen Scanner. Alles funktioniert irgendwie nicht. Vielleicht muss ich die Dinger ja scannen. Glaube ich aber nicht. Oh! Ich verstehe. Das ist ja geil. Wer das macht? Complete. Overall-Prozess 20%. Okay, wir müssen mehrere davon analysieren. Krass, ey. Aber wir dürfen es ja eh schon bauen. Das ist natürlich eine coole Sache, ne? Dass wir eine Waffe wäre. So. Das Wrack. Wenn ich euch das zeigen will, das, was ich jetzt noch nicht finde, wie gesagt, neue Folge dafür, müsste in 100 Meter Tiefe diese Richtung liegen. Das ist ziemlich weit weg von Aurora bei dem anderen YouTuber gewesen. Es kann natürlich sein, dass es bei jedem an einer anderen Stelle liegt. Ich weiß es nicht. Aber bei mir ist es auf jeden Fall nicht da. Ich habe es gesucht und das ist gar nicht so klein, dass man es übersehen könnte. Das weiß ich nicht mehr, wofür der Analysierer gut ist. Also nicht mehr aufheben. Jetzt müssen wir den Mist auch noch scannen. Bei dem anderen YouTuber war es, ich weiß nicht, wie der heißt, sonst würde ich seinen Namen nennen, war es an so einem roten Grasbiom und an der Grenze von so einem hier. Das sah eigentlich ganz interessant aus, das Wrack. Da konnte man reingehen. Ist auch keine Batterie, ne? Stasengewehr. Ja, das sehe ich jetzt mal. Also der Fragmentanalyser ist Schnee von gestern. Den können wir dann verwerten. Dann haben wir wenigstens einen Computerchip. Ja, ich schwimme mal hier so am Rand lang. Vielleicht finden wir ganz lustigerweise, zufälligerweise doch. Was ich aber einfach mal nicht glaube, weil ich kann es nicht übersehen haben. Es ist einfach, weil mein Speicherstand wahrscheinlich zu alt ist. Dementsprechend werde ich einfach mal eine kleine Extra-Folge machen. Ich nenne die einfach mal so ein Speedrun. Ganz schnell eine Seemotte bauen, ganz schnell alles bauen. Alles in einer Folge. Lass das Ding dann nochmal Peng machen. Die Subnautica, die Aurora. Und dann soll es losgehen. Was nehmen wir? Ein Tunnel, ne? So. Ich schwimme weiterhin am Rand rum. Hier ist ja nicht mal ein rotes Biom. Also rote Grasbiom. Also war sie so in der Höhe ungefähr, hat er sie gesehen. War total happy. Also passt das auch vom Bild her. Genau so sah es bei dem aus. Diese hohe Wand, die ganzen grünen Büsche. Und rechts war rot. Und da hat er nämlich gegen diese kleinen Beißfische, diese rosanen, gekämpft. Die ich hier jetzt nicht sehe. Und die Höhe passt auch. Hier geht es aber bei mir wieder steil bergab. Der hat immer so doof geschnitten, der YouTuber. Der hat immer Cuts gemacht in Reisen. Der hat die langen Fahrten nicht gezeigt. Ne, außerdem fahre ich ja gerade eh blind. Mit dem Kompass, der hatte auch keinen Kompass aktiviert. Das ist schon wieder zu tief. Also ich werde dieses Wrack niemals finden, bei mir, glaube ich. Wie gesagt, dafür mache ich eine extra Folge. So findet man sie ja noch schlechter. Das ist eigentlich unsere Heimat. Da. Einmal an der Oberfläche gucken, wo ich bin. Ja, wie gesagt, heute nicht allzu viel. Die Neuerungen sind natürlich schon mal super interessant. Der Scanner, wir wissen jetzt, wofür er gut ist. Ui, wo ist die Aurora? Oh, wir sind noch viel zu nah dran. Die war nämlich ein bisschen weiter weg. Also grob diese Richtung war es. Und da lag da so ein großes Teil, also einmal so neben, so ein Teil, wie wir es kennen. Dieses kleine, wo man so reinkrabbeln konnte oder reintauchen konnte. Und daneben so ein größeres Wrack mit einem Loch in der Seite. Und da ist er einfach reingeschwommen und hat sich das da von innen angeguckt. Man konnte nicht viel machen. Er hat auch die Tür nicht schweißen können, da gab es das Schweißgerät scheinbar noch nicht. Weil man die dann aufschneidet, die Türen. Dafür ist es da. Deswegen wundere ich mich eigentlich, dass das nicht bei mir da ist.
Oder ich bin einfach nur extrem blind. So, ich sage danke fürs Zusehen. Bis in der nächsten Folge Subnautica. Bis dann.